Heute für euch, warum die Malfoys wirklich die Muggel verachten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Na gut, die Malfoys, die Muggel hassen, sind nicht die einzige Muggelhassende Familie in der Zaubererwelt, aber eine der bekanntesten Kollektiven zu diesem Thema. Angeführt von Lucius Malfoy, dem egozentrischen Zauberer, der im Grunde glaubte, dass er und seine Familie über allen anderen stünden. Was war sein Antrieb und was war die Wahrheit hinter so vielen seiner Handlungen? Warum waren er und seine Familie so eifrig reinrassig und glaubten wirklich, dass alle Mogel schlecht seien? In diesem Video werde ich genau erörtern, was meiner Meinung nach in diesem Mann vorging, warum er glaubte, was er glaubte, und ich werde natürlich auch ein Licht auf seine Motive werfen. Bleibt's dran, während ich tief in die Geschichte der Familie Malfoy eintauche und versuche zu verstehen, woher dieser Hass auf nicht-magische Menschen begann. Das Verhalten von Lucius scheint fast erblich zu sein, aber mit erblich meine ich nicht einen genetischen Zustand, der durch seine Blutlinie weitergegeben wird. Es ist eher eine Familientradition, die so stark ausgeprägt ist, dass es so scheint, als wäre sie in jedem Malfoy in die Wiege gelegt worden. Da die Malfoys, wie viele von uns wissen, sehr wohlhabend sind, sehr angesehen und zu den ältesten Familien der gesamten Zauberergemeinschaft gehören, kann ich diese letzte Aussage aber nicht garantieren, da wir nicht wissen können, wer oder sogar wie die ursprüngliche Zauberergemeinschaft begann. Aber persönlich glauben viele von uns gerne, dass die Malfoys dabei eine wichtige Rolle spielten. Viele haben sich gefragt, warum Lucius Malfoy so sehr gegen Muggel und Muggelgeborene war, und selbst Halbblüter waren nicht sein Lieblingsvolk. Offensichtlich spiegelt der Hass in diesen Gruppen den Rassismus in der modernen Welt wider, aber hier ist es für mich ein wenig anders. Sehen wir uns Lucius mal für einen Moment genauer an. Lucius ist natürlich ein Malfoy und stammt aus einer wohlhabenden Familie, die in der magischen Geschichte einen bedeutenden Platz einnimmt. Und seiner Meinung nach ist es wichtig, nicht nur den Familienstammbaum zu respektieren, sondern ihn auch mit Stolz aufrechtzuerhalten. Und dazu gelten auch alle Meinungen. Alles andere ist inakzeptabel. Sein Vater Abraxas Malfoy hat Lucius so streng in diesem Glauben erzogen, dass er selbst in seinen letzten Jahren nach dem Krieg, nach Voldemorts Tod und dem Tod von Hunderten von Menschen immer noch glaubte, dass die Reinheit des Blutes von äußerster Wichtigkeit sei. Das zeigt, wie sehr er seine Familienwerte schätzte, und das ist etwas, das man respektieren kann. Alles, was Lucius Malfoy war, wurde von seinem Vater geprägt. Als Draco Malfoy der Sohn von Lucius Hogwarts betrat, würdigte er zuerst Ron Weasley für seine Familie ab. Und das ist wieder etwas, was ihm auch von seinem Vater in die Wiege gelegt wurde. Ich war sicher nicht der Einzige, der dachte, wie ist es bitte möglich, dass ein Kind so gemein sein kann, wie Draco es war. Ja, er war ein Tyrann, aber er hatte auch ein Motiv. Und dieses Motiv war einfach. Er wollte bekannt machen, dass diejenigen, die nicht mit reinem Blut... Gesegnet sein, nicht würdig sein und sicherlich nicht dem Malfoy-Stolz gerecht werden würden. Vor allem wollte er Lucius stolz machen, denn sein Vater hatte ein recht deutliches Bild davon gezeichnet, was das Malfoy-Image ausmachte, und das war nun mal reines Blut, und alle, die nicht dazu gehörten, waren eine Schande. Um fair zu sein, war Ronald Weasley aber ein reinbütiges Kind, also bei ihm ging es mehr um die armen Verhältnisse und um die Seite, auf der die Familie Weasley stand, denn sie waren für die Muggelgeborenen und nicht dagegen. Doch was hatte es mit der Malfoy-Abstammung auf sich? Warum war Lucius selbst so leidenschaftlich darum bemüht, die Überzeugungen einer Minderheit aufrechtzuerhalten? Nun lasst uns ein bisschen weiter zurückgehen, in eine Zeit, in der es noch kein Zaubereiministerium gab, zu einer Zeit, als der Rat der Zauberer noch nicht gegründet war, zu einer Zeit, in der die vier Gründer von Hogwarts in ihrer Blütezeit waren und die Gründung einer Schule für Zauberei noch nicht einmal ein Konzept war. Fragen wir uns, wie die Welt der Zauberer und Hexen zu jener Zeit aussah. In einer Zeit, in der die Wissenschaft nicht erklären konnte, was wir heute als erklärbar empfinden oder wo die Muggel gar keine Ahnung heutzutage haben, weil die Zauberer abgeschirmt sind, wurde alles Ungewöhnliche früher sofort mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Die Zahl der Muggel überstieg die der Zauberer um Tausende, wenn nicht gar Millionen. Es war eine furchtbare Zeit. Zauberer und Hexen wurden ständig gejagt und getötet wegen ihrer magischen Gabe und aufgrund ihrer Genetik konnten sie nicht in Frieden leben. Es gab ein ständiges Blutvergießen und Krieg zwischen den Rassen. Es gab keine Regeln für sie. Sie wurden nicht getrennt, sondern in die Muggelgesellschaft integriert. Armand Malfoy wollte ähnlichen schrecklichen Szenen in Frankreich entkommen, daher zog er nach England, wo er das Gleiche erlebte. Und so beschloss er sich zu schützen, indem er sich mit dem neuen König von England, Wilhelm I., verbündete und seine magischen Fähigkeiten einsetzte, um verschiedene Dienste für den König zu verrichten. Dadurch sicherte er sich nicht nur die Sicherheit, sondern auch sein eigenes Stück Land, auf dem er das erste Malfoy-Männer errichtete. Arment vergaß nie die Grausamkeiten, die er selbst nach seiner Übersiedlung nach England erlebte, wie grausam seine Art in der Unterzahl war und abgeschlachtet wurde. Deshalb schwor er sich, nur noch mit Seinesgleichen zu verkehren, Menschen, die ihr Blut niemals mit dem der Muggelrasse vermischen würden, einer Rasse, die kurz davor stand, die magischen Völker auszulöschen. Die Malfoys sind nicht nur eine Familie von Fanatikern, weil sie plötzlich das Gefühl hatten, dass sie Respekt verdienten. Die Überzeugung der Malfoys bezüglich reinen Blutes geht also zurück auf den ersten Malfoy, der sich in England niederließ. Über zehn Jahrhunderte hinweg hat jeder Malfoy-Vater seine Söhne und Töchter darauf erzogen, ausschließlich mit Gleichgesinnten umzugehen deshalb ist Lucius so leidenschaftlich, deshalb war Draco so bemüht, seinem Vater zu gefallen. Diese Tradition des Glaubens an Prestige und Ehre ist eine Pflicht für jede Generation der Malfoys gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, wie stolz Armand sein musste, als er die Geschichte seiner Familie und die Kämpfe der magischen Geborenen betrachtete, besonders als dieser Lord Voldemort auf den Plan trat, um die Zaubererwelt endgültig zu reinigen, etwas, worauf die Familie Malfoy seit tausend Jahren gewartet hat. Vorherige Versuche von Grindelwald und anderen waren zwar bedeutend, aber Voldemort war auf einer ganz anderen Ebene des Verständnisses. Ein Malfoy stieg in den Rang eines Stellvertreters des Dunklen Lords auf. Für diejenigen unter euch, die es nicht wussten, Lucius stand in der Befehlskette direkt unter Lord Voldemort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daher auch mein letztes Video dazu. In seiner Ahnenreihe war Malfoy der Erste, der tatsächlich dazu beitrug, die Herrschaft der Zauberer zu etablieren. Das muss zweifellos eine enorme Ehre gewesen sein, wenn man darüber nachdenkt. Während des ersten Zaubererkrieges war Lucius Malfoy dem Dunklen Lord unglaublich loyal und bemühte sich sogar, nach Lord Voldemorts Sturz die Führung im Streben nach Zaubererüberlegenheit zu übernehmen. Dennoch flohen viele aus der Armee des Dunklen Lords oder wurden gefangen genommen, was erklärt, welchem Druck Draco ausgesetzt war, als er versuchte, den Ruf und die Stellung der Familie Malfoy aufrechtzuerhalten. Ich verstehe zwar, dass der Name Malfoy ihren prestigeträchtigen Namen widerspiegelt, aber warum ist es so wichtig, eine tausendjährige Malfoy-Familientradition aufrechtzuerhalten? Die Sache ist die. Dass trotz seiner illegalen Teilnahme an beiden Kriegen Lucius seine Loyalität und Überzeugungen über alles andere, einschließlich seiner Frau und seines Sohnes, stellte. Ich denke, der Unterschied bei den Malfoys im Vergleich zu anderen Zaubererfamilien, die die Vorherrschaft des Reinblutes schätzten, ist die Tatsache, dass Armand Malfoy der Vorreiter war. Und genau das macht es so interessant zu entdecken, dass es einen Weg zu ihren Überzeugungen gibt und nicht nur eine kleine dumme Ideologie in ihrem Kopf, sondern wirklich eine Vergangenheit, die das widerspiegelt, was sie heute machen. Meine Frage an dich lautet: Stimmst du mir zu? Glaubst du, dass es einen Punkt gibt, wo die Malfoy-Ideologie, die reinmütige Ideologie, die extremistische Seite davon ihren Ursprung hat? Woher sie stammt, geht tausend Jahre zurück. Tausende Jahre Tradition. Oder denkst du, dass es einfach nur ein idiotischer Gedanke von Malfoy ist, den er einfach so aufgeschnappt hat? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.